Hier ist noch ein Pad. Von Amelia Hedderson an Mike O'Sullivan. Hey Dummkopf, ich frage dich gar nicht, wie es dir geht, weil die Jungs da unten im Lager ja wohl inzwischen alle einen Schnupfen habt. Ich weiß, dass eure proteanischen Dinge faszinierend sind und so, aber ihr müsst trotzdem mal auf Nachtschichten verzichten und euch eine ordentliche Mütze Schlaf gönnen. Echt jetzt? Jedenfalls habe ich eure letzten Funde ans Hauptquartier auf der Erde weitergeleitet. Und wir haben einen Druckverlust. Warne sich. Und dann war sie tot. Erstickt im Vakuum. Okay, ich mache mal die Tür auf. Oh. Ah, den müssen wir ein bisschen nervös machen. Vielleicht kann ich den durch den Kuckschlitz zielen. Ja, genau. Fliegen wir zurück. So, den hat's gevögelt hier. Aber richtig schön zurückgezwitschert hat's da. Was, das war's jetzt schon? Okay, das ist eine Wächtereinheit. Oh, schade. Jetzt habe ich die Munition verschwendet. Gibt's hier noch Muni? Hier gibt's auch noch Muni. Irgendwo. Natürlich. Natürlich-mö. Genau, natürlich-mö. Oh Mann, mö. Mo. So, hier noch ein Datenpad. Von Pfizer Heikal Tkelle. Oder Tkelle. Nennen wir es einfach Kelle. Genau, Kelle. An Sandoval Fletcher. Ja, ich weiß. Zwei externe Spezialisten in derselben Woche ist ziemlich verrückt. Aber Hudson, ich habe von dieser Asari schon gehört. Sie ist sehr bekannt und hat großartige Forschungsergebnisse über die Proteane veröffentlicht. Über diese Dr. Eva weiß ich nichts, aber Liara Tessoni? Die ist echt. Ich lege einige ihrer Arbeiten über proteanische Kultur bei. Lesen Sie sie. Wenn Sie damit fertig sind, werden Sie mir beipflichten. Ich kann es kaum erwarten, bis sie offiziell vorgestellt wird. Wirklich sehr aufregend. Pfizer. So, hier. Eine raus. Lüder, ne? Da ist das wieder einer hier. Eine raus. Einer raus. Einer raus. Aua. Wow. Mich fast erwischt. Jetzt brauche ich doch eine Mullbinde. Gut. Das erste Mal eine Mullbinde genommen. Verfehlt. So, einer raus. Was, der steht noch? So, jetzt aber. Kommt doch, ihr Feiglinge. Eieiei. Einer raus. Mann, da sind noch mehr drin. So, einer raus. Au, Mist. Jetzt habe ich keine Muni mehr. Ist da unten irgendwo noch Muni gewesen? Ich hoffe doch, dass da noch ein bisschen Muni irgendwo war. Okay, da ist zu. Oh Mann. Okay, hier ist noch ein bisschen gewesen. 8 Schuss. Sehr gut. Jetzt können wir hier auch voll aufräumen, denke ich. So. Ich werde euch schon erwischen. Oh Gott, da ist noch so einer. So, der ist fort. Und dann kommt schon der nächste. Und der nächste. Oh Mann, diese Schlitze sind winzig klein. Ah. 4 Schuss noch. Habe ich den erwischt? Ich hoffe mal. Und auch wieder erwischt. Jetzt hauen sie ab. Feige Säcke. Bleib doch da. Es wird noch lustig jetzt. So, einer raus.
So, ich brauche Muni. Ich brauche wieder Muni. Aber dieses Scharfschützengewehr ist geil. Das ist richtig geil. Das nehme ich in Zukunft mit ins Bett. Dann natürlich entladen, damit es auch nichts passiert. Ist ja geil. Und hier? Das sind Laborknollen. Okay. Kann man aber nicht reingehen, ne? Ist abgeriegelt. Gut, dann marschiert mich hier mal weiter. Locker. Was ist das für ein Geruch? Oh, scheiße. Sie haben soeben die Dekontaminationsprotokolle aktiviert. Obwohl die Belegschaft noch drin ist. Das heißt, die Leute wurden verkohlt. Weil das Ding ist ja auf Säubern eingestellt. Ach, du Scheiße. Hier haben sie die verschiedenen ausgegrabenen Relikte untersucht. Was haben sie gefunden? Mehr als ich in einem kurzen Gespräch erläutern kann. Und dabei haben sie nur an der Oberfläche gekratzt. Das sind Schweine. Es gibt Gewölbe mit proteanischen Datenschätzen, die noch nie studiert wurden. Das ist gut, aber das sind echt Schweine, wo sowas machen. Das gefällt mir gar nicht. Gut, da vorne die Tür ist abgeriegelt worden. Jetzt aktiviere ich mal, also ich lese mal hier das Pad vor. Persönliche Notizen von S.S. Parsa Linguist. Wir konnten noch nicht viel, eigentlich gar nichts, von der Sprache entziffern, aber die visuelle Dokumentation gibt uns einen Anhaltspunkt, was sie wohl erforscht haben, nämlich uns. Sie schienen besonders an der Evolution des Cro-Magnon-Menschen interessiert zu sein, ausgehend von der Organisation, ihre Dateien und den vorgenommenen Markierungen. Es mutet etwas fantastisch an, so etwas zu schreiben, aber alles deutet darauf hin, dass sie eine Kurve der intellektuellen Entwicklung des Menschen erstellen wollten. Okay. Also gut. Geht mir hier mal weiter. Ich denke, ich habe hier nichts mehr draußen liegen gelassen soweit, ne? Oder haben sie da vielleicht noch was gedruckt, was interessant sein könnte? Nee, ne? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Naja, falls ich was vergessen habe, Papa Moore wird mir es wieder unter die Nase reiben, wieder ganz dick geträufelt. So. Das ist die Bahn. Die bringt uns direkt zum Archiv. Cerberus hat bestimmt alles abgeriegelt. Hoffentlich können wir das in der Sicherheitsstation rückgängig machen. Es ist gleich hier. Also gut. Mal gucken. Da hinten ist ja noch in der Ecke. Vielleicht haben sie da noch was fallen gelassen. Nee, da haben sie nichts fallen lassen. Schade. Ich hätte es mir gewünscht. Okay, da liegen Kabel und anderes. Oh, der ist auch tot. Aus irgendeinem Grund. Hier gibt es vielleicht hier noch irgendwelche Sippchen und Dippchen. Nee, gibt es auch nichts. Also gut, gehen wir hier mal durch. Oh. Achtung! Ohne Witz. Ist das der einzige Zugang? Der einzige, den ich kenne. Wir umgehen es. Geraten Sie nicht ins Visier. Ich gehe zuerst. Es darf Sie nicht erfassen. Okay. Das ist so ein automatischer Turret. Verdammt. Oh Mann. Okay, das ging jetzt soweit gut. Oh Mann. Uiuiui. Ui, ui. Verdammt. Was ist schief gegangen? Wow, wow, wow. Verdammt. Hey. Boah, wäre fast kaputt gegangen. Das ist ein Mist immer mit dieser Leertastensteuerung. Die ist absolut crappig. Gut, jetzt weg hier. Durch, durch, durch. Ja. Das Geschütz kann von hier aus nicht auf uns schießen. Oh Mann. Gut, ich wechsle mal die Waffe. Ui, der kommt sogar raus, hä? Willst du was? Gut, ich mach mal auf. Oh, hier. Oh, ein schönes Fackelspiel. Wow.
Oh, ich brenne auch richtig. So, einer raus. Ja, kriegst auch ein Ei. Wow, 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 wow. Hoffentlich tut's weh. Hoffentlich tut's dir weh. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht, das Teil. Es verschießt Salben. Das kann sich sehen lassen. Das ist sehr gut. So, hier wieder eine Mullbinde. Der Retter in der Not. So, hier. Was haben wir hier? Präzisionsgewehr, Konzentrationsmodule. Das ist sehr gut. Das kann ich später noch verbauen. Gucken wir mal hier gleich noch auf das Pad. Okay, da ist dicht. Und hier ist auch noch etwas Munition. Lesen wir mal das Pad. Forschungsnotizen. P. Vasquez. Der letzte Fundort scheint nun leer zu sein, aber ausgehend vom Plan des Kommunikationssystems und der Backup-Energieversorgung der ersten von uns entdeckten Forschungsbasis der Proteane, vermuten wir, dass tiefer im Untergrund eine Sekundärbasis existiert. Wir brauchen eine Genehmigung der höheren Mächte, um weiter zu graben, aber angesichts der kürzlich stark angestiegenen Begeisterung für unsere Arbeit hier denke ich, dass das wohl kein Problem sein dürfte. Aha, also gibt es hier noch eine geheime Untergrundbasis. Eine zweite Base. So, ich deaktiviere das Automatikgeschütz. Verteidigung errichten. Niemand sonst darf rüberkommen. Wir haben noch Teams auf der anderen Seite. Niemand. Und schalten Sie die Kameras ab. Sie haben es wohl bis ins Archiv geschafft. Und es sieht nicht so aus, als würden sie in nächster Zeit eine Bahn schicken. Kriegen Sie das hin? Das Archiv läuft über ein anderes Netzwerk. Wir sind komplett isoliert. Nicht komplett. Was wäre, wenn wir einen Kurzstreckentransmitter fänden, von Helm zu Helm? Und dann? Und dann überzeugen wir Sie davon, dass wir zu Ihnen gehören und die Allianztruppen erledigt haben. Gute Idee. Sehen Sie mal nach, ob Sie was finden. Was? Der Lieutenant ist inzwischen kompetent. In der Tat. Shepard, ich habe was gefunden. Was haben Sie? Er hat einen Transmitter in seinem Helm. Wenn ich... Oh, oh Gott, er sieht aus wie ein Husk. Nicht ganz. Aber Sie haben garantiert irgendwas mit ihm gemacht. Verändert? Von Cerberus? Aber die treten doch für die Menschheit ein. Und jetzt tun sie ihren eigenen Leuten sowas an? Das hätten Sie sein können, Shepard. In meinen Gedanken hat Cerberus genau das mit ihnen gemacht. Was? Ich bin doch nie wie der da. Das ist ja auch die erste Auswahl. Sie glauben, ich bin wie er. Und das zweite, ich kann sie nicht zwingen, mir zu trauen. Ich nehme das obere. Wie können Sie mich mit diesem Ding vergleichen? Ich weiß nicht, was Sie sind, seitdem die Sie in den Fingern hat. Sind das wirklich Sie da drin? Wissen Sie das überhaupt? Ich meine, können die Sie nicht kontrollieren? Ash. Ich sage nur, was ich denke. Sie müssen mir nicht antworten. Sie könnten sowieso nichts sagen, was mich überzeugt. Ich brauche wohl nur etwas Zeit, um Sie neu kennenzulernen. Um den Mann zu finden, den ich einmal geliebt habe. Ja, wir hatten ja einen Romanze im ersten Teil. Ich glaube, das hat ihn nie so richtig verwunden, dass ich ja quasi am Anfang des zweiten Teils starb und wurde dann wieder zusammengesetzt aus ein bisschen Fleisch, was gefunden wurde. Und vielleicht noch eine Handvoll Knochen. Mehr hatten sie ja im Endeffekt nicht. Ich wurde ja von Grund auf neu geschaffen. So, ich bin noch derselbe, ist das obere. Und wir haben keine Zeit, ist das untere. Ich nehme das erste. Ich bin dieselbe Person wie immer, Ash. Und ich will sie bei mir, wo immer uns das alles hinführt. Genau das wollte ich hören. Gut. Mal sehen, ob wir die Bahn dazu kriegen, herzukommen. Hallo, hier Delta-Team. Ist da jemand? Wo zum Teufel waren Sie? Vergessen Sie's. Wie ist Ihr Status? Wir sind an der Bahnstation und warten auf Exfiltration. Alle Feinde neutralisiert. Verstanden. Echo-Team kommt zu Ihnen und sichert die Station. Glauben dies?
Wenn nicht, werden sie es schon bald durchschauen. Wir sollten in Position gehen, um sie zu flankieren, wenn sie aus der Bahn aussteigen. Gute Idee, Lieutenant. Alles klar, jetzt kommen die mit der Bahn hergefahren. Dann haben wir hier jetzt gleich ordentlich Party. Verstanden. So, jetzt beeilt euch, ihr beiden. Ich bleib hier oben stehen und werde mal ein bisschen snipern gehen. Na komm. Wird gemacht. So, 10 Schuss. Sofort. 10 Treffer. Da kommen sie. Das hätte ich gerne. So, einer raus. So, einer. Was? Das ist doch ganz gut. Einer raus. Da hat sich einer abgeseilt, glaube ich. Einer raus. So, von hier oben aus in die Schlitze reinzutreffen, wird nicht leicht. So, ich hoffe, den... Ne, den habe ich nicht gekriegt. Was willst du denn? Einer raus. So, da ist noch einer drin. Einer raus, dem habe ich schön in die Hüfte geballert. Der dürfte qualvoll ausbluten. Gut, das war jetzt schön, das war jetzt sehr schön. So, gucken wir mal da drüben. Vielleicht gibt es da drüben auch noch irgendwelche Goodies. Okay, da war Munition. Das ist praktisch. Und hier ist sonst noch irgendwo was. Sieht nicht danach aus. Vielleicht hier noch irgendwo was? Nee. Okay. Jetzt gehe ich mal hier runter. Und hier auch mal unten noch ein bisschen umsehen. So, da scheint aber nichts mehr zu sein. Keine Goodies mehr. Keine Wäffchen. Keine Waffen. Nee, schade. Und sonst auch keine Goodies mehr gesichtet. So, hier. Seilbahnsteuerung. Jo, aktivieren wir es mal. Aber für mich sieht eine Seilbahn eigentlich ein bisschen anders aus. Aber egal. Okay, da hat einer ein Päckchen hingelegt, was ziemlich explosiv ist. Einer raus. Einer raus. So, die dürfen nicht durchkommen. Einer raus. Na, komm her. Komm doch. Ich krieg dich doch. Eine. Was? Du hast dich mir entzogen? Das darfst du aber nicht. Na komm her. Warte, hat's jetzt erwischt. Ula, ula, ula. Sie liefern einen guten Kampf. Das bestätigt meine Theorie über den Wert der hier gelagerten Daten. Alles klar, da schickt der Unbekannte dann schon hochwertige Truppen los. Okay, die sind alle schon despawned. Haben auch keine Munition mehr gedroppt. Und ich hätte auch noch ein bisschen gebrauchen können. Aber egal, gehen wir weiter. Mit der nächsten Seilbahn. Okay. Oh, hier wieder Besuch. Einer raus.
Habe ich den erwischt? Nee. Oder war der andere zu schwer gepanzert? Eieiei. Diese Teufel. So, jetzt habe ich noch zwei Kugeln. Der ist gar... Was, der ist immer noch da? Oh, oh. Okay, ich switch mal. So, ich hoffe, das hat weh. So, hier. Ach du Scheiße. Das ist ein Centurio. Das heißt, er ist schon gehobene Preisklasse. So, machen wir den mal kaputt. Oh Mann, ich brauche wieder richtig Bums. So, wo sind sie? Wo sind sie? Eieiei. So, einer raus. Wieder mitten durch den Seeschlitz geschossen. Und dem auch mitten durch den Seeschlitz geschossen. Das gefällt mir. Das gefällt. Wo bist du? Wo bist du? So, dem habe ich auch ins Rückgrat geschossen. Oder so halbwegs. Ah, wieder keine Muni mehr. Brauche ich Muni. Ein Glück, dass hier noch ein Päckchen ist. Na komm her, Baby. Komm her. Gut, der zuckt nicht mehr. Gut, aber der auch nicht mehr. Aber da ist noch einer. Da ist erschrocken. So, jetzt aber, oder? Was, der ist immer noch da. Jetzt bist du aber weg. So. Einer raus. Und der auch. Und er auch. So. Okay. Und hier ist wieder ein bisschen Goodie-Muni. Gute Munition. Leckere Munition. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Was ist denn das? Schrotflinte Schreddermod. Das nehmen wir mal mit. Hier ist auch noch ein bisschen Zeug. Eine Vindicator. Okay, jetzt gucken wir mal. Das ist die Predator. Moment, Vindicator ist hier was gewesen. Sturmgewehr Striker, nee, Harrier, ah, das Vindicator. Sieht auch nicht schlecht aus, aber ich bleibe mal bei dem Bild hier. Das sieht doch ganz nett aus soweit. Okay. Ah, da kann ich jetzt nichts modden. Ich wünschte, ich hätte es gekonnt. Das wäre schön gewesen. So, was gibt's denn hier noch? Einmal Midi-Knolle. Hier kein Knöpfchen, irgendwas zum Drücken mehr. So, hüpfen mal drüber. Hier die Tür. Okay, die Tür ist versperrt. Gut. Ja. Ich speichere mal hier ab. Ash. Shepard. Der Unbekannte? Faszinierende Spezies, die Proteaner. Sie haben uns das alles hinterlassen, aber wir haben die Chance nicht genutzt. Die Allianz weiß seit mehr als 30 Jahren von den Archiven. Und was hat sie damit gemacht? Was wollen Sie? Was ich immer wollte. Die Daten dieser Artefakte sind der Schlüssel zur Lösung des Reaper-Problems.
Ihre Lösung kenne ich. Ihre Leute werden in Monster verwandelt. Oh nein. Sie werden verbessert. Verbessert? Das unterscheidet uns, Shepard. Wo Sie Vernichtung sehen, sehe ich Kontrolle. Die Macht der Reaper beherrschen und lenken. Stellen Sie sich vor, wie stark die Menschheit dann wäre, wenn wir sie kontrollieren. Okay, das habe ich jetzt aus, weil Sie sind wahnsinnig. Oder nur über meine Leiche. Ich glaube, dass ich das unangenehm, das ist zu stark gedroht. Dann wird er noch böser, als er jetzt schon ist. Ich nehme mal das Linke, Sie vergeuden Zeit. Die Erde wird belagert und Sie schmieden Pläne zur Kontrolle der Reaper? Sie waren schon immer kurzsichtig. Übereilt. Ihre Zerstörung der Kollektorenbasis beweist das. Diese Basis war eine Perversion. Hunderttausende Menschen wurden dort getötet. Nein, das ist nicht länger Ihr Kampf, Shepard. Auch mit den proteanischen Daten besiegen Sie die Reaper nicht. Okay. Haben wir hier, dann helfen Sie mir. Das ist die obere Antwort, oben links. Ist blau, also ist es was Positives. Hier schreiben Sie mich nicht ab, das ist unten links. Das ist etwas richtig Übleres. Dann hier, dann hole ich Hilfe und abwarten. Ich nehme mal oben links. Geben Sie mir die Kontrolle über Ihre Ressourcen. Ich halte Sie auf. Sie hätten das Zeug dazu. Aber die Chancen stehen gegen Sie. Und was wichtiger ist... Ich will gar nicht, dass die Reaper vernichtet werden. Wir können sie beherrschen. Ihre Macht und ihre Essenz nutzen, um die Menschheit zum Gipfel der Evolution zu bringen. Okay, Sie sind wahnsinnig und nur über meine Leiche. Soll ich ihn echt bedrohen? Ich weiß nicht. Ich nehme das obere. Sie übersehen die Gefahr. Die Menschheit braucht nicht, was Sie anzubieten haben. Ich erwarte nicht, dass Sie es verstehen, Shepard. Und ich bitte sicher nicht um Ihr Einverständnis. Sie waren ein Werkzeug mit einem einzigen Zweck. Und dabei waren Sie trotz unserer Differenzen relativ erfolgreich. Aber wie bei den anderen Relikten hier, ist Ihre Zeit vorbei. Genug geredet. Liara! Mischen Sie sich nicht in meine Pläne, Shepard. Das ist meine letzte Warnung. Registriert. Shepard! Was? Die Daten sind nicht hier. Sie werden gelöscht. Leben Sie wohl, Shepard. Verdammt, wie macht er das? Jemand lädt die Informationen lokal hoch. Weg da von der Konsole. Sofort! Das ist diese Doktorin. Wow! Okay, die hat das Ding einfach kaputt gemacht. Sie hat die Daten! Okay, jetzt aber schnell hinterher. Dranbleiben! Wir dürfen sie nicht verlieren! Du liebes Lieschen. Oh Mann! Sandy? Au! Was haben die jetzt hier gemacht? Da ist sie! Ja, das Ding blockiert. Okay, jetzt haut sie hier durch ab. So, hier. Alter, du kriegst sie auf den Deckel. Vorsicht! Was willst du denn? Da drüben! Oh, das hat. Wie die abzischt. Die ist auch nicht Mensch. Ich habe wieder das Ding geschmissen. James, ich hab's so fast. Hören Sie mich? Cerberus hat die Daten. Funkspruch an die Normandy. Sie sollen sofort hier runterkommen. Ich häng dir mit dem Kopf schon fast im Arsch. Ich hätte von der Leiter runterziehen können. Blöde Kuh. Sie entkommt. Verdammt. James. Mist. Normandy. Erwischt! Ach du Scheiße! Geil! Wow! Oh.
die Scheiße. Er hat eine richtige Delle reingemacht. Die Normandy ist unterwegs. Wird bald hier sein. Was mit der Tusse? Wir brauchen die Daten. Ach die Scheiße, die lebt noch. Oh Gott, das ist kein Mensch. Die ist eine Maschine. Oh, oh Gott. Ash! Nein. Lassen Sie sie gehen. Befehle? Erledigen. Nein! Oh! Oh Gott. Oh Mann, Ashley. Greifen Sie sich das Ding. Mitnehmen. Shepard, wir haben Reaper-Signaturen im Orbit. Ash. Durchhalten, Ash. Ich hole sie hier raus. Aurenis hat dieser Robot dafür bezahlt. Das war nicht mal ein Mensch. Jetzt kommen hier die Reaper auch noch an. Ashley braucht medizinische Pflege. Wir müssen das Sol-System verlassen. Ich weiß. Die Citadel ist unsere beste Option. Dort finden wir Hilfe. Auf zur Citadel, Joker. Verstanden. Durchhalten, Ash. Sehen Sie nach, was Sie und Edie von diesem Ding erfahren. Ich empfange über Sekundär-QVK ein Signal von der Erde. Ich glaube, es ist Admiral Hackett. Stellen Sie durch. Im Kommunikationsraum, Commander. Shepard, hören Sie mich? Commander! Edie, kriegen Sie das klarer? Ich tue mein Bestes. Waren Sie in den Archiven? Ja, war ich. Und der Unbekannte auch. Ich hatte Cerberus-Aktivität befürchtet. Haben Sie die Daten? Einen Großteil. Einiges hat er bereits runtergeladen. Edie und Liara analysieren jetzt, was wir haben. Was haben Sie erfahren? War es die Mühe wert? Anscheinend handelt es sich um den Bauplan für ein proteanisches Gerät. Gerät? Eine Waffe, riesengroß und enorm mächtig, die zu unermesslicher Zerstörung fähig ist. Schicken Sie die Daten. Wir machen selbst eine Analyse. Wenn Liara recht hatte, können wir damit die Reaper aufhalten. Hoffentlich. Ashley wurde verletzt. Wir bringen sie zur Citadel. Das tut mir leid, Shepard. Aber wir wissen beide, das ist erst der Anfang. Reden Sie mit dem Rat. Zeigen Sie ihnen Ihren Fund. Mit etwas Glück bekommen Sie die nötige Hilfe. Und wenn nicht? Tun Sie alles, um sie an Bord zu holen. Ich melde mich. Hackett Ende. Commander, Edie extrahiert Daten aus der Cerberus-Maschine. Bis wir die Citadel erreichen, liegen uns Details vor, die wir dem Rat präsentieren können. Und Ash? Ich habe alles für sie getan. Sie braucht rasch eine gute medizinische Versorgung. Der Admiral hat recht. Es wird schlimmer, oder? Ja, außer wir halten die Reaper auf. Den Daten nach könnte diese Waffe die Antwort sein, falls wir sie bauen können. Aber ich spüre, dass sie nicht daran glauben. Okay, jetzt sehe ich hier die Auswahl. Ja, es ist schwer zu glauben. Und unten, ich laufe nur ungern weg.
Was soll ich nehmen? Ich laufe nur ungern weg. Vielleicht ist das ein bisschen zu militaristisch. Ich nehme mal das obere. Sie haben nicht gesehen, was Sie mit der Erde gemacht haben. Wie soll eine Waffe Sie aufhalten? Welche Optionen haben wir? Sie wissen, dass wir konventionell nicht gewinnen können. Commander? Ist es nicht zumindest den Versuch wert? Ich sehe mal nach Ash. Wir müssen bereit sein, unsere Funde dem Rat zu präsentieren. Der Rat wird bestimmt einsehen, dass er helfen muss. Wenn nicht, wird das ein verdammt kurzer Krieg. Ich habe kaum einen Puls. Abtransport. Wohin bringen Sie sie? Huerta Krankenhaus. Das Beste auf der Citadel. Kommen wir nicht mit? Wir müssen unbedingt zum Rat. Stimmt. Oh, da hinten kommt noch jemand. Den kenne ich doch. Bailey. Sieht aus, als will da jemand zu Ihnen. Commander Shepard. Ich hörte von Ihrer Ankunft. Captain Bailey, schön, Sie wiederzusehen. Sie auch. Aber es ist jetzt Commander. Glückwunsch. Ah, danke. Ich muss mich jetzt mit Politikern herumärgern und Abgesandte eskortieren. Nichts für ungut. Schon okay. Sind Sie hier, um uns zum Rat zu bringen? Ich soll Ihnen sagen, dass der Rat Sie erwartet, aber mit eigenen Problemen beschäftigt ist. Wegen des Krieges und so. Sie bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Bla, bla, bla. Sie treffen Sie in Odinas Büro, wo Sie bald sein werden. Okay. Sie hätten vorher noch Zeit, ins Krankenhaus zu gehen und dort den aktuellen Stand zu erfragen. Okay, im Endeffekt, Ashley war halt eine alte Romanze und im Endeffekt als Vorbild sollte man sich um jedes Crewmitglied sorgen und nachfragen, wie es ihm geht. Deswegen werde ich ins Krankenhaus gehen und unten der Rat geht vor, werde ich nicht nehmen. Der Rat kann auch noch eine halbe Stunde länger warten. Also gehen wir hin. Das ist eine gute Idee. Das mache ich vielleicht. Nur zu, ich gehe schon mal vor zu Odinas Büro. Einer meiner Männer führt sie hin. Sie? Ich bin heute nur Tourist und versuche, keinen Ärger zu machen. Commander, wir haben ein Problem in den Botschaftsquartieren und könnten Ihre Hilfe brauchen. Ich komme sofort. Das gehört auch zum Job. Wir sehen uns dann, Shepard. Sicher. Okay, das war's jetzt erstmal. Ich werde mal hingehen, werde mal hier abspeichern. Ich habe jetzt schon wieder einiges erlebt. Tja, meine Lieben. Und wie es weitergeht mit Let's Play Mass Effect 3, das erfahrt ihr in der nächsten Session. Also, schaltet wieder ein. Seid wieder dabei, fiebert wieder mit, wenn es wieder zur Sache geht. Mit mir, eurem Rezo. Bis bald.